Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video möchte ich einer ganz besonderen Wildpflanze widmen, und zwar dem Bärlauch. Ich bin schon seit einigen Wochen total begeistert, wenn ich bei uns durch den Wald laufe und rechts und links diesen grünen Teppich voll Bärlauch erblicke, der den ganzen Boden bedeckt, soweit das Auge reicht. Ich schätze diese Wildpflanze schon seit vielen Jahren und integriere sie auch im Frühjahr in meinen Speiseplan. Schon die Römer und die alten Germanen kannten und nutzten den Bärlauch als Heilpflanze und Küchenkraut. Aus dieser Zeit soll auch der Name Bärlauch bzw. Bärenlauch stammen. Die Menschen sollen damals beobachtet haben, wie der Bärlauch dem Bären nach dem langen, tiefen Winter als erste Nahrung diente. Der Bärlauch ist eine mehrjährige Pflanze, die jedes Jahr immer wieder neu erscheint. Aus einer kleinen schmalen Zwiebel wachsen im Frühjahr langstielige grüne Blätter sowie ein dreikantiger Stängel mit einer geschlossenen Blüte, die, je nachdem, wie früh der Bärlauch durch die Erde, durch den Boden bricht, dann sich im April oder Mai öffnet. Der Bärlauch ist in großen Teilen Europas verbreitet und wächst auch in Nordasien. Ihr findet diese Wildpflanze im Süden von Deutschland häufiger als im Norden von Deutschland. Er wächst am häufigsten in Auenwäldern an großen Flüssen. Der Bärlauch mag es schattig und feucht. Der Bärlauch kann auf einige wertvolle Inhaltsstoffe verweisen, wie Vitamin C, Kalium, Calcium, Mangan, Eisen, Senfölglykoside und einem ätherischen schwefelhaltigen Öl. Und letzteres ist auch für den knoblauchartigen Geruch und Geschmack des Bärlauchs verantwortlich. Wenn ihr den Bärlauch wegen seiner heilsamen Wirkstoffe zu euch nehmen möchtet, dann verzehrt ihn am besten roh. Denn durch das Erhitzen des Bärlauchs gehen nicht nur ein großer Teil des Vitamin C verloren, sondern auch für die Heilkraft und den Geschmack verantwortlichen schwefelhaltigen Stoffe. Der Bärlauch hat verschiedene gesundheitliche Wirkungen. Zum Beispiel wirkt er antibakteriell und das ist auf die Senfölglykoside zurückzuführen. Dann kann er Magen- und Darmstörungen beseitigen bzw. harmonisieren. Zudem wirkt er blutdrucksenkend, blutreinigend, schleimlösend und entzündungshemmend. Außerdem wirkt er auch allgemein stärkend auf unser Immunsystem. Und durch das ätherische schwefelhaltige Öl soll er anregend und entgiftend wirken. Den Bärlauch könnt ihr bis zur Blüte zwischen März und Mai sammeln. Nach der Blüte sind die Blätter nicht mehr so schmackhaft und enthalten auch nicht mehr alle wertvollen Inhaltsstoffe. Die Pflanze braucht dann ihre ganze Kraft, um Blüte und Samen zu bilden, da bleibt der Geschmack auf der Strecke. Die Blüten, geschlossen wie offen, könnt ihr auch mitessen. Sie sind sehr aromatisch und scharf. Ich möchte noch einen Hinweis geben, erntet bitte nur in großen Beständen und dies sehr achtsam und mit Bedacht. In Naturschutzgebieten darf in der Regel nicht geerntet werden. Ich persönlich sammle nur 1 bis 4 Blätter pro Pflanze. Das hängt auch von der Größe und der Blattanzahl der einzelnen Bärlauchpflanze ab. Erntet am besten die älteren Blätter, sodass die jungen Blätter mehr Licht bekommen und dann einfach gut nachwachsen können. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Thema. Vorsicht ist beim Sammeln von Bärlauch geboten. Er kann leicht mit Maiglöckchen oder der Herbstzeitlosen verwechselt werden. Beide Pflanzen sind giftig. Macht euch auf alle Fälle vorher übers Internet oder verschiedenen Wildkräuterbüchern schlau. Ich nenne jetzt eindeutige Merkmale des Bärlauchs und dazu kommt immer ein Vergleich mit dem Maiglöckchen bzw. mit der Herbstzeitlosen. Also ein ganz eindeutiges Merkmal des Bärlauchs ist, dass die Blätter nach Knoblauch duften. Das ist aber kein sicheres, alleiniges Kriterium, weil irgendwann riecht alles nach Knoblauch, da die Nase übersättigt ist. Wichtiges Merkmal des Bärlauchs, die Blätter wachsen einzeln direkt aus dem Stängel. Bei Maiglöckchen ist es so, dass 2 Blätter pro Stängel wachsen. Die Blätter der Herbstzeitlosen haben keinen Blattstiel und wachsen meist zu dritt oder mehreren aus einer Rosette. Die Blätter des Bärlauchs glänzen nicht auf der Unterseite. Dagegen glänzt die Unterseite des Maiglöckchenblattes. Allerdings ist die Unterseite der Herbstzeitlosen auch stumpf. Die Blätter des Bärlauchs wellen sich so leicht am Rand. Das Maiglöckchenblatt neigt weniger zu Wellen am Rand, die Herbstzeitlose dagegen neigt auch zu Wellungen am Rand. Die Blätter des Bärlauchs sind weich, im Gegensatz zu den Blättern der Herbstzeitlosen, die derber und sperrig sind. Manchmal hilft auch ein Lichttest. Beim Bärlauch
liegen die Blattnerven ca. 3 bis 4 mm auseinander. Bei Maiglöckchen liegen sie ganz eng zusammen und es gibt ganz viele davon. Noch ein Kriterium zum Unterscheiden wäre die Blüte. Der Bärlauch hat eine weiße Sammelblüte, die in der Hülle nach oben wächst. Das Maiglöckchen dagegen hat viele kleine weiße Blüten am Blütenstiel, beziehungsweise dann auch viele kleine Blütenknospen, und die Herbstzeitlose, die blüht erst im Herbst rosa. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Merkmalen, mit diesen Hinweisen weiterhelfen, dass ihr wirklich auch sicher Bärlauch sammeln könnt. Der Bärlauch schmeckt knoblauchartig, lauchartig bis hin zu scharf. In Massen kann man ihn pur nicht essen. Nach ein paar Blättern stellt sich ein scharfes Brennen auf der Zunge ein. Verwendet den Bärlauch am besten frisch, zum Beispiel klein gehackt im Salat, in Dips oder in Aufstrichen. Manche mögen den Bärlauch auch erhitzen, zum Beispiel für eine Bärlauchsuppe. Ihr könnt aber auch einfach Bärlauchblätter oder Teile eines Bärlauchblattes um eine Möhre oder Gemüsesticks wickeln. Zum Trocknen eignet sich der Bärlauch nicht so gut, da viel Aroma dabei verloren geht. Hier seht ihr zwei verschiedene Pestos und Bärlauchbutter. Die Bärlauchbutter besteht einfach nur aus Rohmilchbutter, klein gehacktem Bärlauch und Salz. In den beiden größeren Gläsern befindet sich Bärlauchpesto. Darauf habe ich Olivenöl gegeben und gleich nach der Zubereitung die Gläser in den Kühlschrank gestellt. Das Öl ist also jetzt ein bisschen fester geworden, so wie ihr seht. Für dieses Glas habe ich einfach Bärlauch mit Olivenöl gemixt. Also auf 100 Gramm Bärlauch kommen 100 Milliliter Olivenöl. Für dieses Pesto habe ich etwas weniger Öl verwendet. Dafür habe ich noch getrocknete Tomaten hinzugegeben, die leicht gesalzen sind, und getrocknete Sonnenblumenkernsprossen. Ich habe gerade für meinen ältesten Sohn einen Teller mit selbstgebackenem Brot zurechtgemacht. Das ist ein glutenfreies Brot. Das Rezept verlinke ich euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und auf diesem Brot seht ihr auch schon verschiedene Bärlauchaufstriche. Einmal Bärlauchpesto rechts mit Olivenöl, angekeimten und getrockneten Sonnenblumenkernen und getrockneten Tomaten. Diese waren etwas gesalzen. Und links seht ihr einfach Bärlauchbutter, also Rohmilchbutter, Bärlauch und etwas Salz. Hier eine ganz einfache Kombination: Möhrensticks umwickelt mit Bärlauchblättern. Wer grüne Säfte mag, kann natürlich auch eine kleine Menge Bärlauch mit entsaften. Interessant ist zum Beispiel die Kombination Gurke, Stangsellerie und Bärlauch. Unser lieber Mitbewohner, der Henry, der hat kürzlich auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, wo er so ein Saftrezept mit Bärlauch vorstellt. Ich verlinke euch dieses Rezept oben in den Infokarten. Bärlauch soll unter anderem auch Schwermetalle im Körper mobilisieren können. Da eignet sich das früher für eine Bärlauchkur. Dabei ist es wichtig, über mehrere Wochen jeden Tag mindestens 1 bis 2 Handvoll Bärlauch zu sich zu nehmen. Am besten natürlich roh. Und nicht vergessen, dazu immer ein bindendes Entgiftungsmittel wie Chlorella, Flohsamenschalen, Ballaststoffe oder Heilerden einnehmen. Noch einen kurzen Überblick über die Mittel, die ich verwende, um Schwermetalle auszuleiten. Da haben wir hier Flohsamenschalen. Ich hatte schon vor Jahren ein kleines Video veröffentlicht, wie man zu Hause eine kleine Darmreinigung mit Flohsamenschalen und zum Beispiel Bentonit durchführen kann. Dazu gibt es auch einen Blogartikel, den verlinke ich euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich bestelle Flohsamenschalen bei Süß und Clever. Da gibt es auch eine Aktion. Alle Erstbesteller bekommen 10% Rabatt auf ihren ersten Einkauf. Ihr findet den Link zu den Flohsamenschalen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Die Flohsamenschalen eignen sich nicht nur für eine kleine Darmreinigung. Damit könnt ihr auch verschiedene Rezepte zubereiten, zum Beispiel roh veganen Mozzarella aus Cashewnüssen oder Hanfsamen. Oder ihr bereitet euch einen roh veganen Grießbrei zu. Gibt es auch ein ganz tolles Rezept, das verlinke ich euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich hatte euch ja schon das glutenfreie Brot gezeigt. Für dieses Brot verwende ich auch Flohsamenschalen. Wir verwenden schon seit vielen Jahren die geniale Mikroalge Chlorella. Meine Jungs bevorzugen eher die Presslinge, ich bevorzuge eher das Pulver. Hier haben wir die Chlorella-Algen von Lebenskraft pur.
Diese Chlorella-Alge wird in der Algenfarm in Klötze kultiviert, also in Deutschland. Und die kann ich auf alle Fälle empfehlen. Die werden in einem Glasröhrensystem kultiviert und sind nahezu frei von Schadstoffen. Chlorella verwenden wir nicht nur wegen dem hohen Nährstoffspektrum, sondern auch, weil es ein gutes Mittel ist, um Schwermetalle auszuleiten. Ich verlinke euch die Chlorella-Algen von Lebenskraft pur unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und hier sind noch zwei tolle Produkte, die auch für den Prozess des Schwermetallbindens und Ausleitens geeignet sind, und zwar Zeolit und Bentonit. In meinem Artikel zur kleinen Darmreinigung mit Flohsamenschalen und Bentonit und Zeolit findet ihr mehr Informationen zu diesen beiden Produkten. Ihr findet auch den Link zu Zeolit und Bentonit unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr mehr über Wildpflanzen in unserer Region erfahren möchtet und darüber hinaus, mit welchen grünen Lebensmitteln wir unsere Gesundheit optimal unterstützen können, dann empfehle ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen. Darin gibt es auch einen ganz großen Wildkräuteranteil, wo ich viele Wildpflanzen und auch Baumblätter beschreibe. Ihr findet den Link zu diesem E-Book unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch hat dieses Video zum Bärlauch gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, Meinungen oder noch zusätzliche Informationen unter diesem Video. Wenn es bei euch in der Region Bärlauch gibt, wie nehmt ihr den Bärlauch am besten zu euch? Wie bereitet ihr den Bärlauch zu? Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe.